Guten Morgen, guten Tag und oder gute Nacht, meine Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Katja und ich starte ein neues Video. Wir sind gerade aufgestanden. Unser Arbeitszimmer haben wir fertig gemacht und heute fangen wir an mit dem Bad. Da nehmen wir euch mit. Alles okay? Ja, Vicky ist müde. Wir sind richtig geschafft, aber das Arbeitszimmer versuchen wir heute bis morgen fertig zu machen. Und wenn wir es schaffen, dann machen wir zu Hause auch noch sauber, damit endlich diese Unordnung aufhört. Ich zeige euch jetzt das Bad, wie es vorher ausschaut. Ich meine, viele von euch haben es gesehen, aber vielleicht irgendeiner, der gerade neu auf dem Kanal ist, kennt es nicht. Ihr seht, es ist ganz hell hinter mir. Es ist der Baustellenstrahler, ne? Wie heißt denn der? Ja, Baustellenstrahler. Das heißt Martinka. Ja, weil wir gerade gar kein Licht im Bad haben. Das Licht wurde uns abmontiert, damit wir die Tapeten kleben können. So, da steht unser Baustellenstrahler. Damit beleuchten wir jetzt gerade das Bad. Nur zur Erinnerung, wie das jetzt aussieht. So. Da ist die Tür. Die machen wir mal auf. Hier standen unsere Regale. Die gibt es jetzt gar nicht mehr. Die sind weg. Die haben wir gestern noch mit Vicky ausgeräumt. Also im Bad ist tatsächlich nichts mehr. Wir müssen das nur auseinanderschrauben. Und ja. Gut, dann trinken wir jetzt erstmal Kaffee und danach geht's los. Meine Lieben, wir sind mitten im Prozess. Eigentlich ist es auch schon recht spät, wie ihr sehen könnt. Vicky ist gerade ihren Bruder abholen gefahren. Dann müssen wir noch einkaufen. Heute ist Samstag. Zu Hause ist das reine Chaos weiterhin. Also wir haben alles aus dem Bad jetzt hier. Ein Schrank liegt zur Hälfte aufgebaut, weil wir hier im Bad nicht parallel arbeiten konnten. Während ich was gemacht habe, hat Vicky einen Schrank aufgebaut. Ja, eine totale Katastrophe. Ich habe euch versprochen, die Tapeten zu zeigen, habe es aber leider komplett vergessen. Ich zeige euch jetzt, wie die ausschauen, so dass es so strukturiert hinten ist eine Folie, die man abziehen kann. Ich kann euch sagen, es ist gar nicht so einfach, weil die Folie zwischendrin immer reißt. Es ist so eine dünne Folie, die da dran geklebt ist. Und dann findet man das Ende nicht mehr. Dann haben wir für die Duschkabine solche einzelnen Folien Aufkleber. Die sind schon recht stabil tatsächlich, aber die Ecken sind teilweise geknickt. Das ist total ärgerlich. Ich komme mal hier raus, weil das flackert dann immer so da drin. Ja, die Ecken sind teilweise geknickt und die Frage ist natürlich, ob das nicht mit der Zeit abgeht. Ne? Naja, werden wir sehen. Wenn dem so sein sollte, weiß ich nicht, dann überlegen wir uns was anderes. Ja, es flackert, weil da diese Lampe auch an ist. Es tut mir leid, das ist bestimmt jetzt nicht angenehm fürs Auge. An manchen Stellen seht ihr, da sind Dellen, aber ich bin gespannt, wie es dann ausschaut, wenn wir das dann komplett gemacht haben. Hier, ich laufe mal um die Ecke, dass ihr das auch hier sehen könnt. Also wir haben das jetzt weiß beklebt. Natürlich, ja, ich glaube, keine Möbel, gar nichts drin. Da kann man auch nichts erkennen. Da habe ich auch Mist gebaut. Auf der Kamera sieht es auch ein bisschen schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Abwarten, abwarten. Ich zeige euch das dann, wie es am Ende geworden ist. Weil jetzt klebe ich weiter, während Vicky abholt. Oh, und da ist Vicky. Wir sind gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Das ist echt tatsächlich anstrengend. Was am meisten stört dich, Schatzig, an diesen... Das hier, ja. Dass die Ecken kaputt sind. Ja, das kann man dann irgendwie nicht so ganz anpassen, abpassen, das ist echt doof. Und die Ecken sind kaputt und ich weiß nicht überhaupt, ob das hält, wie lange ich hält. Dann gucken wir. Wir sind heute ab wann? Ab 9 Uhr oder ab 10 Uhr? Mhm. Ab 9 sind wir beschäftigt. Zumindest eine Person auf jeden Fall immer durchgehend, ne? Ja, wir haben jetzt eingekauft, habe ich gesagt. Ich bin gerade dabei, ein paar Sachen auszusortieren. Also ich habe jetzt natürlich alles weggepackt. Ich werde euch das auf gar keinen Fall filmen, weil wir haben echt genug Arbeit zu tun. Und
Ich habe jetzt nur Obst gewaschen. Wir haben kleine Gürkchen gekauft. Die wollte ich einlegen. Also so kleine Einleggürkchen machen. Und jetzt schneide ich die Wassermelone und mache uns auch noch was zu essen. Was Kleines, weil wir haben heute den ganzen Tag noch gar nichts gegessen. Liebe Leute, wir sind in einem anderen Tag, schon am nächsten Morgen. Gestern haben wir bis 2 Uhr noch Sachen zusammengebaut. Natürlich alles ohne Bohren oder was viel Krach macht. Aber alles, was wir machen konnten, haben wir gemacht. Wir sind gerade aufgestanden, gefrühstückt. Vicky telefoniert noch kurz mit ihrem Bruder. Meine Nägel sind apropos kaputt. Ja, Dunels hat mir noch nicht geantwortet, was ich da jetzt so machen kann. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, was sie sagen, weil ich finde es halt echt blöd, also wirklich, wirklich blöd, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ich zeige euch jetzt, bis wohin wir gekommen sind. Uns fehlen aber noch einzelne Teile. Und im Bad ist es jetzt etwas dunkler, wenn ich jetzt dieses Bauarbeiterlicht anmache, flackert das so. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es stört, es tut mir leid. Ich habe jetzt gerade da gar kein anderes Licht. Wir laufen jetzt kurz ins Bad, dann zeige ich euch, wie weit wir gekommen sind. Ein paar Sachen hat Vicky bestellt bei Amazon noch. Die brauchen wir. Ich sage euch auch gleich was. Machen wir diese Lampe hier an. Hallo, hallo. Uff, und es wurde hell. So, schaut mal. So sieht der Boden aus. Wir haben den jetzt überklebt. Uns fehlen die Fugen. Ich habe die falschen bestellt. Wir müssen noch alles hier verfugen. Aber das machen wir dann. Also ich gucke, dass ich jetzt die bestelle, die wir brauchen. Ich finde aber, dass der Boden super gut aussieht. Man kann jetzt, also wenn man so reingeht, gar nicht sagen, dass das irgendwie aufgeklebt ist. Natürlich ist das Papier ein bisschen dünner und man sieht die Musterung des alten Bodens noch unten drunter. Aber ich glaube, wenn man keine Ahnung hat, wird man sich fragen, was ist denn das für ein Holzboden mit so einer Musterung, oder? Ja, dann die Duschkabine. So, so schaut es auch hier aus. Wir brauchen noch eine Halterung für den Schlauch. Heißt das Schlauch? Mir fehlen jetzt die Worte, ich bin so übermüdet. Ja, das brauchen wir noch. Wir haben das unsere abmontiert und einfach entsorgt. Sie war in keinem, also diese Stange war in keinem adäquaten Zustand. Aber das da haben wir behalten, weil das ist neu. Das haben wir gekauft letztes Jahr, glaube ich. So, dann, was haben wir hier? Ja, hier, da haben wir doch so ein bisschen nicht gerade ausschneiden können. Deswegen haben wir jetzt einfach, also Vicky hat so eine Art Fliese ausgeschnitten. Wir haben es umrandet. Dann, die Schränke stehen drin, aber sind noch nicht befestigt. Also wir haben sie einfach zusammengebaut, reingestellt, das ganze Zubehör reingestellt. So werden sie auch hier jetzt gleich an die Wand befestigt, denn die haben nur zwei Füße. Wir haben diese günstigere Variante einfach mitgenommen, weil insgesamt wird es teuer, wenn man sogar so ein Mini-Zimmer renoviert, wird es ganz teuer. Und all die anderen Sachen liegen auch noch rum. Was uns noch fehlt, ist die Lampe, also die ist bestellt, die wird kommen und die kommt da dran, dann kommt für die Klopapierrolle haben wir auch was bestellt, wir wollen das alte gar nicht mehr haben und ja, wie gesagt, hier diese Stange für den Duschkabinenschlauch. Ansonsten ist alles soweit da, wir machen das jetzt fertig und ich glaube, morgen kommen die Sachen, ne? Ich weiß nicht, ob wir die dann aber morgen montiert kriegen. Morgen, übermorgen irgendwie. Aber ihr seht auf jeden Fall, wie es dann am Schluss geworden ist. Und da bin ich wieder. Jetzt mit einer Maske und ja, genau, im Gesicht Vicky auch. Vicky ist in der Küche und macht uns was zu essen, weil wir total Hunger haben. Vicky hat auch eine Maske. Das Licht ist jetzt hier schlecht, aber doch, es wird besser, wenn ich hier bei Vicky Licht ein bisschen anmache. Dann könnt ihr sie besser sehen, da ist sie. Aber ja, wir sind soweit fertig. Und ich zeige es euch doch noch nicht, weil uns ein paar Sachen fehlen. Und Vickys Bruder hatte bei seiner Renovierung, als er seine Wohnung renoviert hat, noch Leisten. Das heißt doch Leisten, oder Schatz? Ja. Leisten übrig. Ich zeige euch die jetzt. Hier, da bin ich. Und da stehen die Leisten. Wir würden gerne die anbringen bei uns im Bad an der Decke. Moment, wenn die Kamera das filmen möchte. Irgendwie möchte sie das gerade nicht so.
Das sind so Styroporleisten, aber die Kamera möchte die gerade. So, da habt ihr es. Da sind drei, die im. Oder zwei? Drei, die im übrig geblieben sind. Uns fehlt nur noch eine. Und dann können wir die oben im Bad bei uns anbringen. Warum ich euch das Bad nicht filme, ist einfach, weil es stockduster ist. Also so könnt ihr es jetzt sehen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Wir haben uns die Lampe bestellt und da warten wir drauf, damit die kommt. Die kommt morgen. Ich weiß nicht, aber ob wir dann zu Hause sind, wenn sie kommt, oder Schatz? Sind wir dann zu Hause? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wir müssen die sie. Lampe? Ja. Ich kriege SMS. Ja, aber du bist dann trotzdem auf der Arbeit. Ah, okay. Gut. Ja, die Lampe kriegen wir auf jeden Fall. Aber kriegen wir sie dann auch morgen montiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Am Dienstag machen wir das. Ja, aber ich darf jetzt mein Fahrrad benutzen und als Gegenleistung. Ja, dann können die, wenn die Lampe da ist, reinkommen und das montieren, oder? Ja, super. Dann müsst du den Bohrer da lassen. Zumindest. Das braucht er nicht. Sicher? Ich glaube schon. Aber er ist sowieso bis 17 Uhr geworden. Ah ja, okay, gut. Naja, und was wir noch brauchen, also wir haben hier unten, kann euch das Licht jetzt nicht anmachen, Leisten angebracht, wie ihr seht, so kleine. Aber uns fehlen welche fürs Waschbecken. Hier. Ja, die werden wir bis morgen natürlich nicht bekommen. Die bestelle ich dann auch beim Shein. Alles, was wir hier so benutzt haben, ist von Shein. Der Boden von Shein, die Tapeten von Shein und auch die Duschkabine von Shein, die ihr jetzt nicht so gut erkennen könnt. Ach, und was wir noch holen müssen, ist die Stange. Das habe ich aber auch schon gesagt. So, wir werden jetzt eine Kleinigkeit essen. Vicky hat uns schon was in den Backofen geschoben. Und anschließend haben wir uns mit einer Freundin verabredet. Sie fährt in den Urlaub. Und wir treffen uns kurz, sie will uns den Schlüssel geben, damit Vicky, sagen wir mal nicht wir, sondern Vicky, den Briefkasten zwischendrin leert. Also seid gespannt auf das letzte Stück des Videos, das ist so ein Zusammenschnitt geworden. Ich hoffe, das ist okay und nicht so schlimm, dass es so zusammengeschnitten ist. Anders ging es leider nicht und mit Filmen ging auch nicht, weil es einfach super anstrengend war. Wir waren ja gestern von 9 Uhr bis 2 Uhr nachts am Arbeiten. Und wenn ich die Kamera noch mitgenommen hätte, nein. Nun gut, so, wartet aufs Ende und wir gehen essen. Und so schaut die Lampe aus. Hier unten ist das Licht und die wird dann bei uns, ich kann es euch leider nicht im Bad zeigen, weil es halt recht dunkel da drin ist, so an die Wand montiert. Das ist dann die Idee, dass sie so an der Wand hängt. Schwarz, weil unsere Armaturen schwarz sind im Bad. Also der Wasserhahn ist ja schwarz. Deswegen haben wir beschlossen, auch die Lampe in diesem Stil zu nehmen. Ich hoffe, das Licht wird dann besser sein. Es sollte jetzt nichts Großes sein und nichts Gigantisches. Einfach etwas, was passt. So gibt es hier so ein Bild, wie es an der Wand ausschaut. So kann man sich's ansehen. Ja, so soll es aussehen, so an die Wand montiert werden und ich hoffe, sie leuchtet schön. Der Schwager von mir ist gerade mit seinem Freund unterwegs, die mussten was an dem Auto machen, an Alex' Auto. Und wenn das Auto fertig ist, holt Alex seine Werkzeuge und montiert uns die Lampe. Mein Handy ist jetzt aktuell auf Ton, wenn es klingelt, dann wissen wir Bescheid. So, und jetzt kommen wir zu dem Klositz. Und da wollte ich ein solches haben, bei welchem man mit dem Knopfdruck oben alles abnehmen kann, ne, zum Saubermachen. Das wollte ich unbedingt haben, so dass ich den Sitz von der Befestigung trennen kann und einfach abspülen kann, sauber machen kann, einfach weiß. Das war mir wichtig. Und weil wisst ihr was, vielleicht sage ich es euch nochmal am Ende des Videos, aber ich kann es auch jetzt sagen. Fürs Badezimmer, ich weiß nicht, ob ich das auch schon erwähnt habe, ich habe es, glaube ich. Irgendwo im Feng Shui in so einem Feng Shui-Seite habe ich gelesen, dass es wichtig ist, dass man keine Blautöne nimmt, also nichts zum Thema Wasser, weil Wasser ist bereits im Überfluss vorhanden. Man sollte eher erdige und erdende Töne nehmen und ich wollte noch ein Bild hier hin. An die Wand, ich laufe mal mit euch rein, vielleicht seht ihr das. So, da hinten über der Toilette hier soll noch ein Bild. Danach suche ich noch, weil ich habe noch nichts gefunden, was wirklich mir und Vicky gefällt. Aber das Bild ist ja das geringste
was man so machen muss. Tatsächlich, wenn wir den Klositz montiert haben, jetzt wenn der Alec da ist und das gemacht hat und wenn wir die Lampe angebracht haben, nee, Klositz machen wir ja selber, wenn wir die Lampe angebracht haben, dann zeige ich euch, vor allem die Lampe, dann zeige ich euch das Bad und ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein bisschen motiviert, zu Hause auch etwas zu erneuern, immer so ein bisschen im Fluss zu bleiben, ne? Nicht auf dem Alten sitzen zu bleiben. Mir war das sehr, sehr wichtig und wir haben schon die Pläne für andere Zimmer geschmiedet. Jetzt nicht in diesem Riesenmaßstab, aber es gibt Pläne für andere Zimmer. Und in die weihe ich euch dann in den nächsten Videos irgendwann mal ein, ne, wenn sich hier so das erste Mal gelegt hat. Und was bald auch kommen sollte, ist das Aufgebraucht-Video. Ich habe es zwar noch nicht aufgedreht und verspreche euch schon, aber die Box ist richtig, richtig voll mit Sachen. Das ist jetzt in Planung. Und was noch in Planung ist, ist Shein. Ich habe eine neue Bestellung gemacht. Und richtig gute Sachen, richtig tolle Sachen auch für Vicky und sie ist auch sehr, sehr zufrieden damit. Nun gut, jetzt warten wir auf die Jungs. Wenn sie uns das montiert haben, dann gibt es für euch das schlussendliche Bild von unserem Bad. Und ihr seht, ich sehe schon anders aus. Also die Jungs haben die Lampe probiert. Die Lampe hat uns nicht gepasst. Wir haben eine andere Lampe jetzt mit Vicky geholt. Wir waren beim Teppich Domäne gewesen. TEDx. TEDx heißt es ja jetzt bei uns. Genau, beim TEDx gewesen, haben eine andere Lampe gekauft und wir haben auch noch Leisten gekauft. Das Bad ist an sich fertig. Es fehlen noch die Leisten fürs oben, die wir anbringen wollten, diese Styroporleisten und so Kleinigkeiten. Ich habe noch beim Shein Dichtungen, nennt man das Dichtungen? Nein, das nennt man anders. Ich glaube, das nennt man Silikonleisten oder sowas. Ne? Also die habe ich für die Ecken in der Duschkabine geholt. Die sind noch nicht da. Ich vermute, wir werden jetzt am Wochenende mit Vicky die Leisten, die Styroporleisten anbringen. Und dann kann ich euch das Bad zeigen, wie es denn komplett geworden ist und all das andere, was dann jetzt noch kommt, zeige ich euch einfach nach und nach, weil sonst das Video steht schon seit über einer Woche in Bearbeitung und leider habe ich nicht allzu viel Speicherplatz hier, das heißt, ich kann nichts filmen und habe hier nichts, was ich irgendwie bearbeiten könnte und schon mal vorbereiten kann. So kann es sein, dass die nächsten Videos wieder auf sich warten lassen, weil leider ich auch durcheinander gefilmt habe, sowohl das Arbeitszimmer als auch das Bad irgendwie gemixt habe und das Arbeitszimmer ist ja schon für euch fertig, ist bereits rausgegangen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon geguckt, während ich hier das aufnehme. Und das traue ich mich aber nicht zu löschen, weil ich nicht weiß, was ich davon jetzt beim Bad benutzt habe, was ich fürs Arbeitszimmer gebraucht habe. Denn wenn ich was lösche, ist es dann weg und dann fehlt was im Video. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall will ich das Video jetzt zu Ende schneiden. Ich vermute, dass das dieses Wochenende klappt. Ach, was ich euch nicht erzählt habe, Vicky hat sich ja auch verletzt. Sie war beim Volleyballtraining am Montag, ist umgeknickt. Wir waren beim Notfalldienst im Krankenhaus und sie hat eine Schiene, kann nicht gescheit laufen. Das heißt, deshalb ging es auch jetzt nicht ganz so voran, wie wir es wollten. Sonst hätten wir die Leisten auch während der Arbeitswoche zwischendrin aufgehängt. Aber alleine ist es schwierig und Vicky kann wirklich kaum auf ihren Fuß auftreten, deswegen, ja. Aber es geht ihr nach und nach schon besser, wahrscheinlich, wenn das Video rausgeht, ist es schon auch besser geworden. Ja, sie kühlt es, sie hat eine Schiene und sie humpelt vor sich hin. Thank you.
Meine Lieben, wir sind fertig. Also es fehlen noch ganz kleine Sachen, aber ich zeige euch schon, wie es geworden ist. Ich glaube, man kann dann schon erkennen, dass es eine Veränderung gegeben hat. Und herzlich willkommen in unserem neuen Badezimmer. So, ich gehe mal mit euch hier rein. Schaut mal, das ist die Duschkabine. Ich habe jetzt kurz die Tür zugemacht. So schaut unsere Duschkabine aus. Da oben die Lüftung, die müssen wir noch irgendwie abdecken, weil da kommt immer der Geruch von den Nachbarn rein. Also, so schaut's aus. Oben haben wir heute noch die Leisten angebracht. Da, wenn ihr das, wenn ich die Kamera kurz stillhalte, könnt ihr das sehen. Wir haben das komplett mit so Styroporleisten ausgelegt. Das ist unsere Toilette. Und hier ist uns ein bisschen was schief gegangen, wie ihr seht, aber das werde ich noch ändern. Also das kann man ändern. Ich werde es ändern. Und zwar indem ich das einfach überspiele. Aber ich glaube, das ist jetzt echt ein sehr, sehr kleines Problem. Der Boden sieht auch wirklich sehr schön aus. Also man kann es gar nicht vergleichen. Das ist der Schrank, der an der Wand hängt. Den haben wir jetzt hier unten hingestellt. Und jetzt, das ist unser Spiegel. Den haben wir quer gehängt. Wir haben hier eine neue Beleuchtung. Die Blume, die wir beim IKEA mitgenommen haben, seht ihr da. Und unser Badezimmerschrank. Dann der Föhn, den haben wir hier hingebracht. Ja, das ist, sind unsere Haargummis und so. Also das hing hier auf dieser Wand quer. Nee, genau, doch, das hing hier so. Und jetzt haben wir es senkrecht hingehängt. Das gehört hier nicht hin. Wir haben hier geklebt. Deswegen habe ich es von hier oben runtergeholt, weil es auf mich die ganze Zeit gesprüht hat. Ja, und hier haben wir auch ein schönes Bildchen hingehängt. Und das Regal haben wir auch behalten, weil wir hier die Gästehandtücher hinhängen. Und das natürlich auch, weil das sehr, sehr praktisch ist. Ja, so sieht unser Zimmer aus. Unser Badezimmer jetzt aus. Ich zeige euch auch, wie es jetzt in den Schränken aussieht. Da sind wir auch fast fertig. Ich mache mal kurz die Blume, weil ich die bewegt habe, mal zur Seite. So schaut's aus. Also hier oben stehen meine Gerätschaften plus noch die zwei eingepackten Seifenstückchen. Hier unten haben wir das, was ich täglich brauche. Und das habe ich heute bei der Kosmetikerin gekauft. Also das habe ich noch nicht mal ausgepackt. Aber das brauche ich täglich. Und Vicky benutzt das auch mit. Also das ist okay, das nicht. Das kann auch tatsächlich woanders hin. Aber ich habe es jetzt hier stehen lassen. Und hier habe ich so eine... Die Kamera möchte das jetzt gerade nicht filmen. Das ist so eine... dünne Einlage, damit sich die Platte nicht verfärbt. Hier unten haben wir alles für die Zahn- und Mundhygiene und noch ein paar so andere Sachen. Upsi, das waren meine Knie, so knacksen sie immer. Aber es tut nicht weh. Hier habe ich meine ganzen Masken, Vickys Masken und was man so dazu braucht. Das da, die sind leer. Da wird mein Nagellack jetzt reinkommen. Der steht noch an der Seite hier im Zimmer, aber dazu kam ich noch nicht, das neu zu sortieren. Und jetzt kommen wir zum anderen Schrank. Da mache ich jetzt auch kurz die Tür auf. So, hier oben haben wir ganz neue Sachen, die noch nicht angebrochen sind. Plus, dass es... diese Unterlage, auf der ich meine Kosmetikpinseln sauber mache. Hier haben wir das, was wir dann so nach dem Duschen benutzen. Cremes, Deos und ja, alles, was wir so brauchen. Hier sind so Haarartikel. Hier sind neue Tücher, also Handtücher. Und hier sind meine
ganzen Gadgets für die Haare, also Glätteisen und Lockeneisen und Welleneisen, alles ist da drin. Hier sind Nagellacke drin und unten drunter sind so kleine Skrimskrams. Das muss ich noch irgendwo unterbringen, aber es steht hier jetzt erstmal da, weil bis dahin sind wir jetzt noch nicht gekommen. Was wir jetzt neu auch machen werden oder wechseln werden, werden die Griffe wechseln, aber wir haben noch keine gefunden, die uns gefallen. Ja, naja, jetzt bin ich gespannt, was ihr zu dem ganzen Ergebnis hier sagt, wie es euch gefällt. So im Gesamteindruck, ob es euch so besser gefällt, wäre natürlich die Frage, aber naja, uns gefällt es auf jeden Fall viel, viel besser so. Wir fühlen uns viel wohler, das Licht ist viel besser, man kann einfach das gar nicht mehr vergleichen. Ich finde, das ist schon ein anderer Raum geworden und hat eine komplett andere Energetik. Die Heizung ist jetzt so richtig, richtig gelb im Vergleich zu den weißen Wänden. Meine Lieben, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch vielleicht inspiriert. All die Sachen, die wir hier benutzt haben, sind entweder vom IKEA oder vom Shein und vom Teppich Domäne die Dusche. Also der Schlauch, das haben wir dort gekauft und der ganze Schnickschnack ist, entweder war er da oder wir haben den irgendwo her, also das haben wir, das Größte ist wirklich vom IKEA und vom Shein, die Tapeten und der Boden und so, das ist alles vom Shein hier und die Möbel, die sind vom IKEA. Nun gut, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Es tut mir leid, dass ich so müde aussehe, aber ich bin müde vom Renovieren, müde, aber glücklich. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Gebt mir ein Herzchen unten in den Kommentaren. Ihr müsst nicht allzu viel schreiben. Ein Herz reicht wie immer vollkommen aus. Und an der Stelle sage ich bis zum nächsten Video. Vielleicht gibt es jetzt mehr Videos aus dem Bad. Thank you.